für einmal nicht im Homeoffice, sondern im richtigen Office, wo niemand ist. Ich bin mit dem Rad hergefahren, habe niemanden getroffen, also alles ganz safe und hier kann ich ein bisschen in Ruhe auch meine Schülerinnen und Schüler betreuen. Heute geht es um eine ganz einfache Frage, nämlich es geht um Poster erstellen. Das machen viele Schulen, es ist ein tolles didaktisches Instrument. Und jetzt ist die Frage, wie macht man das digital, sodass man die auch ganz einfach verschicken kann. Und dazu möchte ich den einfachsten Trick zeigen, der auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die häufig Posterpräsentationen machen müssen, die nutzen auch dieses einfache Tool. Ihr seht schon im Hintergrund, es ist PowerPoint. Also wir arbeiten mit PowerPoint. Erstelle dieses Tutorial so, dass auch Schülerinnen und Schüler es sich ansehen können, wenn sie Poster mit PowerPoint machen sollen. Wenn ihr andere Präsentationssoftware habt, Keynote, das geht ganz analog. Das werde ich jetzt aber nicht zeigen, sondern ich zeige es, wie es mit PowerPoint geht. Also ich erstelle eine neue Präsentation. Und natürlich speichere ich die auch gleich. Mein Computer ist da etwas langsam so. Und ich gebe hier jetzt ein Poster von Philips. So. Das habe ich schon mal gemacht, weil ich nämlich diese Dinge immer zuerst teste, ob sie wirklich auch so funktionieren, wie ich es mir gedacht habe. Ja, und ich habe es gespeichert, dass ihr seht, es das heißt jetzt Poster von Philipp. Jetzt gehe ich hier auf Entwurf. Was ich nämlich jetzt habe, ist so eine Präsentation, die Breitformat ist. Und das kann ich jetzt nicht brauchen, weil ich ein Hochformat-Poster machen möchte. Deshalb gehe ich jetzt hier auf Foliengröße, hier, wähle Seite einrichten. Und jetzt kann ich hier oben das Folienformat wählen. Ich nehme jetzt mal A3-Papier. Das heißt, wenn ich es ausdrucke, dann ist es so groß wie zwei A4-Seiten. Wenn ihr es größer haben wollt, könnt ihr hier einfach die Maße auch verdoppeln. Dann habt ihr A2. Ihr könnt bis auf A0 hochgehen. Die Formate einfach kurz googeln. Wie groß ist jetzt A0? Das ist ein riesiges Poster. Dann könnt ihr es hier eingeben und dann habt ihr diese Auswahl. Jetzt hier ist es noch breit. Die Breite ist höher als die Höhe. Das heißt, es ist so rum. Immer noch Breitformat. Ich will es aber so rum. Also wähle ich hier unten das da. Und jetzt seht ihr, jetzt ist die Höhe. Also wenn ich hier wechsle, dann tauschen sich Breite und Höhe. Und das ist genau das, was ich haben will. Jetzt ist es richtig und ich drücke OK. Jetzt wird die Frage, ob ich jetzt auf oder abwärts skalieren will. Das spielt keine Rolle, weil ich noch gar keine Inhalte habe. Also das würde nur, wenn ich jetzt die Präsentation schon gemacht hätte, dann würde die Frage relevant werden. Ist sie jetzt hier nicht? Also ich wähle einfach mal hochskalieren. Jetzt ändert meine Präsentation. Ihr seht, jetzt habe ich eigentlich das Poster. Also das, was ich jetzt hier sehe, ist das Poster. Und ich muss jetzt daran denken, wenn ich wirklich ein großes Format gewählt habe, also das Kleine hier, was ihr seht, ist dann, wenn ich es ausdrucke, tatsächlich A3. Also ich kann da recht klein reingehen, also ich kann auch hochzoomen, weil wenn ich es dann ausdrucke oder wenn ich es auch weiter schicke, da hat viel drauf Platz. Also jetzt muss man sich so einen Kopf vorstellen, das ist jetzt wirklich ein großes Poster. Ich zeige jetzt mal noch, wie man mit Elementen dann jonglieren kann. Also ich nehme jetzt hier von meinem Bildschirm ein Foto, was ich habe. Tatsächlich nehme ich mal sowas, füge es hier ein. Dann seht ihr, hier habe ich jetzt ein Bild. Und jetzt angenommen, ich würde jetzt was zu Podcasts machen, das ist immer noch groß genug, dass man es lesen kann. Also ich kann dann immer reinzoomen, wenn ich das möchte. Dann seht ihr, ah ja gut, das kann man auch super lesen. Auch wenn es jetzt im Großen sehr klein aussieht. Ich füge Text hinzu. Also hier zum Beispiel Podcasts. Wenn das mein Titel ist, kann den Text natürlich normal markieren. Kann das jetzt völlig intuitiv auch hochschieben, kann hier einen kleinen Text machen, also das ist Kaffee Freitag und Sarah Satir, die da vorkommen. Jetzt kann ich das hier so verschieben, dass es hier steht. Wenn ich das
alles so groß habe, das ist vielleicht sogar fast zu groß. Dann die Schrift, ich seht ihr hier 25 Punkte, also alles, was so 12 ist, kann man ja ganz gut lesen. Also ich mache es jetzt mal ein bisschen größer, also 16, das geht immer noch gut und ich kann es verschieben. So, und das Tolle an diesem an dieser PowerPoint-Methode, um Poster zu machen, ist, ich kann diese Elemente wirklich ganz intuitiv auch bedienen und ich habe die ganze Oberfläche von PowerPoint, die ihr wahrscheinlich alle schon kennt, kann ich benutzen, um auch schöne Formatierungen hinzukriegen, auch Bildeffekte, also nur um das kurz zu zeigen. Also wenn ich jetzt hier mit dem Bild was machen möchte, dann kann ich ja, auf Bildformat, genau. Und ich kann jetzt sowas wie Schnellformatvorlagen wählen. Also ich könnte zum Beispiel jetzt auch sowas machen. Und ihr seht, jetzt hat es dann einen kleinen Schatten gegeben, wenn ich den Text jetzt da runterschiebe. Dann sieht das Bild jetzt so aus. Ich kann dann wieder auf Bildformat gehen und hier vielleicht was Klassischeres wählen, nämlich so hier einfach das Bild ein bisschen verspiegelt. So. Jetzt sieht es so aus, als würde es da stehen und da unten ist noch ein Spiegel. Also ich kann sehr schnell sehr schöne Effekte für diese Poster einfügen, mit allen Bildern, die ich habe, mit allem Text, den ich habe. Also ich kann ja gut auch längeren Text formatieren und das funktioniert dann ganz einfach. Und PowerPoint kann ich so als PowerPoint leicht verschicken. Ich kann es über Teams teilen. Ich kann es dann auch als PDF ausdrucken und ich kann es recht einfach auf jeden Drucker schicken, der da auch A3 ausdrucken kann, wenn ich das dann am Schluss machen möchte. Das war's. Wenn ihr Fragen habt, bitte in die Kommentare. Ich hoffe, es war soweit verständlich und danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.